Reformation bedeutet für mich erstens die Bibel in meiner eigenen Sprache und in einer sehr guten Sprache. Und es bedeutet die Freiheit, unmittelbar vor Gott zu treten, ohne eine Zwischeninstanz einzuschalten. Und Reformation bedeutet für mich auch, verkrustete oder alte oder unhinterfragte Traditionen mal umzudrehen und zu gucken, was ist denn dahinter und kann man das so lassen oder sollten wir es anders machen? Für mich ist das der große Übersetzer. Für mich ist das der, der sich selber und seine Mitchristen zu der Unmittelbarkeit zu Gott befreit hat. Ein Vorbild insofern, als er ja wirklich mit Mut und mit großer Konsequenz für bestimmte Ideen, bestimmte Gedanken, bestimmte Ziele, die er hatte, für die Kirche eingesetzt hat, und zwar ganz egal, bei wem und wo. Luther hat begonnen, ist einer der ersten sehr erfolgreichen Publizisten der Neuzeit. Der Buchdruck, das war ja wie heute das Internet. Und er ist hergegangen und hat das genutzt. Nutzt das, was euch eure eigene Zeit bietet. Nutzt es aus, macht es wirksam, um eure Nachricht weiterzutragen. Und wenn morgen die Welt untergeht, ich würde das Apfelbäumchen pflanzen, wenn es gepflanzt werden muss. Und dann darauf vertrauen, dass Gott das Weitere in der Hand hat. Wie ein Kind, immer vor dem Einschlafen. Ja, ich meine, man muss ja so ein bisschen den Tag sortieren und das ist dann der Augenblick eigentlich, wo man wirklich zur Ruhe kommt. Das Bier war in den Klöstern ja sehr wichtig, weil es den Mönchen half, durch diese Fastenzeit zu kommen. Das heißt, es gab wenig zu essen. Es gab nicht nur kein Fleisch, es gab überhaupt wenig zu essen. Und dieses Bier, das ist ja nicht nur Alkohol, das ist ja also auch viele Inhaltsstoffe, und die haben denen sozusagen ein bisschen das Brot ersetzt. Bier war als Getränk, genauso wie Wein, gesünder als Wasser. Denn ich meine, wie das Trinkwasser damals war, das war also nicht so wie heute. Also heute kann man sagen, das Trinkwasser ist das Beste, was man trinken kann. Das Sauberste, was man trinken kann. Und eben keinen Alkohol enthält. Aber deshalb hat man damals ja auch immer Wasser in den Wein getan. Man hat ihn verdünnt, damit man, wenn man viel Wein getrunken hätte oder Bier gegen den Durst. Also das war ja auch nicht die Idee, dass der Herr Professor den ganzen Tag betrunken ist. Man hat diese Getränke getrunken, hat sie gemischt, weil der Alkohol ein Keimtöter ist. Ich finde das immer schön, dass der Luther so ein geselliger Mensch war.